wollen wir später. Ja, frisch vom Wochenmarkt. Das ist nochmal eine obligatorische Runde. Einmal die Woche, freitags Lingnermarkt, kann ich nur empfehlen. Frischer Spargel, der erste für dieses Jahr. Bin froh, dass es den gab, weil wichtig ist, für das, was wir heute machen wollen, wir brauchen dicken, frischen, geraden Spargel. Weil wir machen heute gefüllten Spargel. Das ist für mich der absolute Oberhammer, wie man Spargel, wenn er frisch ist, genießen kann. Mit Tartar gefüllt, alle anderen Sachen möglich. Bisschen Salat dazu, fertig. So, geht los. Zuerst machen wir Tartar. Wir haben hier ein Stück Rücken von der Ferse. Ferse ist quasi ein junges Rind, das was noch nicht gekalbt hat, also noch nicht Mutter geworden ist. Nur kurz Wolfen. Wir machen es ganz simpel. Bei Tartar gibt es ja Millionen Möglichkeiten. Mit Weinbrand, mit Senf, mit Kapern und. Aber da wir es zu Spargel machen, beschränken wir uns halt auf die absolut einfachsten Zutaten. Etwas Salz, etwas Pfeffer, kleinen Schluck Olivenöl, damit es geschmeidig ist. Und auch frisch vom Markt. Etwas Schnittlauch. Man kennt es ja mit Zwiebeln, aber der frische Schnittlauch hat natürlich den Vorteil, er sieht noch besser aus und ist etwas milder als die makabren Zwiebelwürfel. Die müsst ihr dann wieder vorher blanchieren. Wie gesagt, mir liegt es ja am Herzen, dass die Leute sagen, oh, das traue ich mir zu, weil wir haben hier nicht viele Zutaten. Punkt 1, wir haben nicht viel Aufwand, wir brauchen keine Mördergeräte. Und ich sag mal, was ich gerade durch den Fleischwolf gelassen habe, da könnte man auch ganz entspannt beim Metzger Tartar kaufen. Ne? Dann eine Spritztüte. Also da tut auch ein Frühstücksbeutel zu Hause, ne? Wenn man sowas jetzt nicht hat. So. Wie gesagt, das würde auch mit Hüttenkäse funktionieren. Lachs-Tartar könnte man auch nehmen. Dann schneiden wir das ungefähr auf die Stärke, die der Spargel haben wird. So, das stellen wir wieder kalt. Bis wir den Spargel jetzt vorbereitet haben. Beim Spargelschälen immer gucken, dass man von dem Geschälten einfach nochmal 1 mm mitschält. Das garantiert keine, der bricht gleich, schade. Aber ich habe ein bisschen mehr gekauft. So, dass man von dem Geschälten quasi nochmal 1 mm mitschält, doppelt schält, das garantiert keine Schale dran bleibt. Das A und O ist ganz, ganz frischer Spargel. So, das wie gesagt, Spargelfond, Spargelsuppe. Ungefähr auf Länge schneiden. Spargel ist ein Spross, den kann man wunderbar roh essen. Sieht immer witzig aus, wenn man Spargel kauft und dann so als Gag einfach mal eine Stange probiert. Alle erschrecken zu Tode, aber es ist wirklich, ich mache das seit Jahren, es ist nicht tödlich, es ist gesund und es knackt genauso wie Rettich, Kohlrabi, Paprika, wir essen alles roh. Die Spitze lassen wir noch ganz und dann wird es ausgehöhlt. Und dann, dafür muss der Spargel relativ dick sein, damit wir nämlich das überhaupt ausfüllen können. Witzige Überraschung, wenn man als Vorspeise zum Spargelessen schon mal 2 Stangen rohen Spargel serviert. Und jetzt kommt hier das Tartar rein. Vorher müssen wir natürlich ein bisschen Salat machen. Je nachdem, man könnte jetzt auch ohne Salat zum Stehempfang quasi jedem so ein Ding in die Hand drücken. Wäre auch eine geniale Lösung, aber wir sind ja hier Restaurant, das heißt wir machen daraus eine Vorspeise. Und damit das schön aussieht, einer meiner Lieblingssalate, rein optisch, leicht bitter, der Frisee. Dann haben wir hier ein paar Afila-Kresse-Sprossen von meinem lieben Freund Adam, den Cordifol. Wahnsinns-Salat, auch Eiskraut genannt, total lecker, weil der knackt richtig. So, für die Farbe ein bisschen ein paar Franzen vom Radicchio, damit es schön leicht aussieht. Und zwar Name sagt es Erbsenspargelsprossen. Ne? So, dann haben wir noch etwas Blutampfer. Ich glaube, das reicht. Wir machen ja nur eine Vorspeise jetzt. Zack, zack. So, unser Hausdressing. Wir nehmen unsere Prosecco-Flaschen dafür. Ausgespült, dann passt die perfekt. Ein Dressing aus Honig, groben Senf, Salz, Zitronensaft und etwas Öl. Fertig. Ja, also ganz simpel. Hält 2 Wochen im Kühlschrank. Nicht zu viel. Wichtig auch, nicht zu dickflüssig. Weil das Fatale bei Dressing ist ja, das ist ja meistens mit Öl gemacht. Oder Mayo sogar, ne? Caesar Dressing. Und das Fatale wäre dann, wenn man einen gesunden Salat isst mit viel Dressing, hätte ich auch Schnitzel essen können. Ne? Es ist dann weder gesund noch hat es wenig Kalorien. So, und noch einen kleinen Gag. Hab den grünen Spargel nicht umsonst gekauft. Weil auch das sieht sehr gut aus. Und auch grünen Spargel kann man roh essen. Und deswegen schreddern wir uns da noch ein bisschen was rein. Dann, wir sind schon auf der Zielgeraden.
Das wäre also auch was für alle anderen Ernährungsmodelle. Ich finde das ja total sexy mit den langen Sprossen. Ja. So. Das ist so brutal vital. Man möchte es kaum glauben. So, die noch. Okay. Und jetzt kommt der unglaubliche Koffer. Der Spargel. Gefüllt. Hm. So. Das gibt's auch inzwischen bei unserem Spargelgenussabend. Ende Mai ist der ja. Ist da schon die Nachfrage da gewesen, gibt es wieder den gefüllten Spargel? Weil der hat es irgendwie geschafft, dass nach ihm gefragt wird. Weil es ist so simpel und es ist so genial. Ne? So, jetzt muss ich mal selber einen testen. Also ich glaube, man kann auch sehen, dass es schmeckt, wenn man es nicht selber kaut. Und obligatorisch, damit es noch vitaler aussieht, ein bisschen Kressel drauf. Und das ist ja der ganze Gag für heute. Als Vorspeise, Frühling, Sommer. Sommer gibt es keinen Spargel mehr. Frühling also. Gefüllter Spargel, in dem Fall mit Rindertartar. Und einen kleinen Salat mit ein paar Sprossen, Blutampfer, Cordifol, Frisee, Honig-Senf-Dressing. Olli, guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de